Hallo alle zusammen. Neuigkeiten auf dem Hetman Software Kanal. Heute in unserem Video: Die E-Zigarette in ein Helfer der Hacker. Brillen, die ihren Laptop ersetzen werden. Nvidias neue 144 Kern GPU. Linse mit Zoom-Funktion. Außerdem ein weiterer Microsoft-Hack. Eine E-Zigarette ist wie eine Möglichkeit, Ihren Computer zu hacken. Ein Gerät, das die Auswirkungen des Rauchens lindert, ist in Wirklichkeit nicht so sicher. Sie können es sich gar nicht vorstellen, aber die schnellbar harmlose E-Zigarette wird von Hackern benutzt, um sich in Computer einzuhacken. Die meisten E-Zigaretten werden mit einem Lithium-Locken-Akku betrieben, der zum Aufladen direkt an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen wird. Diese Art der Stromversorgung hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel muss kein separates Netzteil mitgeführt werden oder das Ladegerät kann von anderen Geräten aus verwendet werden. Wenn ein spezieller Chip in die Zigarette eingesteckt wird, kann der Computer davon überzeugt werden, dass es sich um eine Tastatur handelt und er beginnt, alle vom Gerät gesendeten Befehle auszuführen. Es gibt einen weiteren Angriffsvektor, bei dem die Zigarette mit dem Verkehr interagiert. Viele Nutzer haben den Angriff bereits erlebt und Videos auf YouTube veröffentlicht. Mythos oder Realität, das müssen Sie selbst entscheiden, aber in jedem Fall sollten Sie die Sicherheitsregeln nicht verschlechtern. Eine moderne Antivirensoftware auf Ihrem PC installieren, elektronische Verdampfer nur der vorherigen Lektüre der Gebrauchsanweisung verwenden und, was am wichtigsten ist, nicht vergessen, die Verbrauchsmaterialien rechtzeitig zu wechseln. Schützen Sie sich auch, indem Sie Ihr Vape über das Hochspannungsnetz aufladen. Schließlich kann ein einziger Hacker eine Menge Schaden anrichten. Brillen, die bald ihren Laptop ersetzen werden. Laut den Entwicklern von Planet war es ihr Ziel, einen leistungsstarken Multiscreen-Computer in die Tasche zu stecken, mit dem man von überall aus arbeiten kann. Mit dieser Entwicklung werden gewöhnliche Computer bald der Vergangenheit angehören. Nemo ist ein Minicomputer, der auf dem Kopf sitzt und 6 virtuelle Bildschirme bietet, auf denen man arbeiten kann, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt. Nemo sieht besser aus als die meisten intelligenten Brillen. Das Gerät läuft auf Nemos proprietären Android-basierten Betriebssystem mit einem integrierten Qualcomm Snapdragon XR1 Prozessor. Durch den Einsatz der Bluetooth-Technologie werden eine kabellose Tastatur und eine kabellose Maus die Hauptgeräte für das Nemo sein. Dem Gerät fehlt die Unterstützung von 5 GB und LTE. Das ist jedoch kein Problem, da es möglich ist, das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Das Gewicht des Geräts beträgt 120 Gramm. Die 720p Bildschirme sehen zwar klein aus, aber das, was Sie sehen, wenn Sie sie aussetzen, ist das virtuelle Qualität eines 45 bis 50 Bildschirms. Das gesamte System läuft etwa 2,5 Stunden ohne Aufladen, aber die Entwickler versprechen, die Akkulaufzeit zu verbessern. Vor allem ist das Gerät nicht dazu gedacht, Hochleistungsprogramme auszuführen, aber es wird die Möglichkeit bieten, in Texteditoren wie Microsoft Word und anderen Pendants zu arbeiten. Die Brille wird mit einer Tragetasche geliefert, die als Ladestation mit eingebautem Akku verwendet werden kann, ähnlich wie eine Tasche für kabellose Kopfhörer. Nvidia stellte eine 144 Kern GPU mit einer Leistungsaufnahme von 500 Volt von Nvidia, hat die Hopper-Architektur und den H100 Beschleuniger auf der Basis des GH100 Grafikprozessors vorgestellt.
Außerdem gab das Unternehmen die Details des Produkts bekannt, das es vor einem Jahr angekündigt hatte. Es geht um den Grace-Prozessor. Das gleiche Bild von einem Jahr zeigte ein Board mit einem Grace-Prozessor auf der linken Seite und einen GH100-Grafikprozessor auf der rechten Seite. Und nötig zu erwähnen, dass Nvidia vor einem Jahr nicht über den Grafikbereich zu sagen hatte. Was ist Grace? Nvidia erklärt nicht wirklich viel, konzentriert sich aber auf dem sogenannten Grace CPU Superchip. Es handelt sich einfach um zwei identische CPUs, die mit dem 900 GB S-NVLink C2C der nächsten Generation gekoppelt sind. Für dieses Paket gibt Nvidia 144 CPU-Kerne in der maximalen Konfiguration an, was bedeutet, dass ein einzelner CPU 72 Kerne bietet. Hervorzugeben ist auch der RPDDR5X Speichercontroller mit einer Bandbreite von 1 Device S und 396 MB Cache-Speicher und die Prozessorarchitektur ist F9. Aber auch der Grace CPU Superchip ist nie die Krönung von Nvidia in diesem Segment. Bei der Präsentation zeigte der Leiter des Unternehmens die Möglichkeiten, Konfigurationen und die beeindruckendste davon enthält eine Grace CPU und zwei Hopper CPUs. Wie viel ein solches Bündel verbraucht, kann man nun vermuten, aber Grace CPU Superchip zusammen mit dem Speicher benötigt 5 Volt. Alles in allem erlaubt Nvidia, sofern es sich nicht um eine Siegelboard-Konfiguration handelt, die Kombination aus einem Grace CPU Superchip und 8 CPU Hopper. Grace CPU Superchip konzentriert sich auf das Rechenzentrum für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnerinfrastruktur. Das Unternehmen sagt, dass Lösungen, die auf Grace CPU Superchip basieren, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres verfügbar sein werden. Kontaktlinsen mit Zoom-Funktion. Wer wird diese Neuigkeit aller Kontaktlinsenträger erfreuen? Ein Forscherteam der Universität von Kalifornien in San Diego, USA, hat ein paar weiche Kontaktlinsen entwickelt, die durch Verfolgung der Augenbewegungen ein- und auszoomen können. Zweimaliges Blinzeln innerhalb eines kurzen Zeitraums ermöglicht es ihnen, ein Objekt klarer zu sehen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Die Technologie muss noch weiterentwickelt werden, da die Zoom-Funktion heute nur mit einer speziellen am Kopf getragenen Ausrüstung genutzt werden kann. Einerseits sind eine große Hilfe, wenn man ein Nummernschild an einen heranhängenden Bus oder ein Straßensild erkennen muss. Wenn Sie jedoch am Steuer Ihres Fahrzeugs sitzen und versehentlich zweimal blinken, können Sie in eine gefährliche Verkehrssituation geraten. Um intelligente weiche Kontaktlinsen zu entwickeln, haben die Forscher die Signale gemessen, die bei bestimmten Augenbewegungen wie dem Blick nach links oder rechts entstehen. Die weiche Kontaktlinse reagiert auf elektrische Impulse während der Augenbewegung. Das bedeutet, dass die Kontaktlinse weiß, dass sie nach links oder rechts schauen und dass sie eine Funktion ausführen kann, die auf dieser bestimmten Bewegung basiert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Linsen in naher Zukunft vereinten werden, eröffnen diese Entwicklung der Wissenschaftler neue Möglichkeiten und die Entwicklung einer fortschrittlichen Technologie. Die Linse selbst besteht aus Kochsalzlösung, die in zwei elektroaktive Polymerfilme eingekapselt ist und von 5 um das Auge herum aufgeordnete Elektroden gesteuert wird. Wenn die Linse einem elektrischen Strom ausgesetzt wird, verändert sie ihre Struktur und ermöglicht es dem Benutzer, durch einfaches Blinzeln hinein und heraus zu zoomen. Und da die Linsen aus mehrsichtigen Polymerfolien bestehen, kann die relative Brennweiterungsänderung bis zu 32 betragen, was sie zum Funktion ziemlich beeindruckend macht. Die intelligenten Linsen wurden jedoch nicht als kommerzielles Produkt hergestellt, sondern sollen zeigen, dass die Existenz einer solchen Technologie in der Zukunft möglich ist und im wirklichen Leben eingesetzt werden kann. Microsoft beschäftigt Hackerangriff auf interne Systeme und Diebstahl von Quellcode durch Hacker. Die Hackergruppe Lapsus hat in den letzten Wochen viel
Aussehen erregt, indem sie sich in die internen Systeme von Nvidia, Samsung, Vodafone und anderen gehackt hat. Jetzt hat sie sich auf Microsoft in die Reihen der Hacker eingereicht und beschädigt, dass ein einzelnes Konto kompromittiert wurde und Teile des Quellcodes für einige seiner Produkte gestohlen wurde. Microsoft sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen die Aktionen von Lapsus seit mehreren Wochen beobachten, was dazu führte, dass man mehr Details über die Methoden erfuhr, die von den Hackern verwendet werden, um die Systeme ihrer Opfer zu gefährden. Nach Angaben des Microsoft Intelligente Center besteht das Hauptziel der Hacker darin, sich privilegierten Zugang zu den internen IT-Systemen der Opfer zu schaffen, um Daten zu stellen und anschließend zu erpressen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Microsoft den Diebstahl von Quellcode beschädigt hat. Zuvor war dieses Hacker in einer massiven Kampagne nach einem Angriff auf die SolarWinds-Software gelungen. Die Hacker von Lapsus behaupten, dass sie etwa 45 des Quellcodes für die Suchmaschine Bing und den Sprachassistenten Cortana sowie etwa 90% des Codes für den Bing Maps-Dienst besitzen. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten IT-News-Video. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.